Ehe wir beginnen, tief im Herzen drinnen, zünden wir ein Lichtlein an, das uns leuchten und wärmen kann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstag, 4. Dezember 2021. Ja, die Botschaft der Engel von den vergangenen Tagen geht weiter. Es ist immer noch Zeit, dass wir mehr in unsere Freude kommen, aus uns herauskommen und zu uns selbst finden. Deshalb wurde ich gebeten, euch heute eine wunderschöne Geschichte vorzulesen. Einen Text aus diesem tollen Buch. Schaut mal, die Schattenjäger, Visionen von Monika Alicia Bier. Ein ganz tolles Buch mit wunderschönen Meditationstexten drin. Texten zur Heilung. Genau, da gibt es ein spezielles Band dafür. Du darfst es dir jetzt gemütlich machen, dich zurücklehnen, die Augen schließen und genießen. Wir sehen oder du siehst mich gleich wieder. Suche dir jetzt einen ruhigen Ort und mache es dir bequem. Komme langsam zur Ruhe und atme ruhig ein und aus. Wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen schließen. Und ganz entspannt meinen Worten lauschen. Ich bin ich. Wenn du spazieren gehst, über Wiesen und Täler, durch die Wälder und über die Berge, dann triffst du uns. Möglicherweise siehst du uns nicht, doch wir sind da. Man nennt uns das wilde Volk der Wiesen und Berge. Überall, wo die Halme und Gräser kreuz und quer durcheinander wachsen, wild und ungepflegt, ist unser Zuhause. Und ja, wir sind wild, wild und frei. Wir lassen uns nicht lenken und wir beugen uns nicht. Keiner hat je versucht, uns zu zähmen oder uns aus unserem Land zu vertreiben. Wir tun, was uns beliebt und was uns Freude bereitet. Unser Freund der Wind hilft uns, unser Reich weiter auszudehnen. Er trägt unsere Samen in neue Länder und weckt die Abenteuerlust in uns. Es ist aufregend und wunderschön, so ein wildes und freies Leben zu führen. In den Sommermonaten kommen uns viele tausend Menschen besuchen. Sie wandern durch die Berge und über unsere Wiesen. Die kleinen Kinder laufen lachend über uns hinweg und erfreuen uns mit ihrem Gelächter. Denn viele der kleinen Menschen sind noch in ihrer Freiheit geborgen. Doch wehe, wenn sie älter werden. Mit zunehmendem Alter beginnen sie leider zu oft, das Leben der anderen zu führen. Sie fragen sich: Was denken die anderen über mich? Mögen sie mich oder sollte ich mich ändern? Bin ich okay, so wie ich bin? Oder sollte ich vielleicht anders sein? Und schwupp,
ist sie dahin, die Freiheit. Die eigenen Wünsche und Vorlieben werden vergraben und abgehakt. Das neue Leben heißt jetzt Abhängigkeit. Sie machen sich abhängig von der Meinung der anderen. Sie beugen sich und verlieren so ihren Wert. Wir möchten dir von einer außergewöhnlichen Begegnung erzählen, einem Ereignis, das uns über alle Maßen erfreut hat. An einem schönen Sommertag besuchte sie uns, ein Mädchen aus dem Reich der Menschen. Doch sie war alles andere als gewöhnlich. Sie war frei. Schon als sie auf uns zulief, hörten wir ihre Seele rufen: Ich bin ich, und wer bist du? Die Farben ihrer Kleidung glichen denen des Regenbogens. Das ganze Geschöpf war umgeben von einem freudigen Glitzern, eingepackt in Leichtigkeit und Frohsinn. Ihre Haare waren wild frisiert und mit grünen Federn geschmückt. Auf ihrer Stirn trug sie ein geflochtenes Band aus weißen und grünen Perlen. Als sie sich auf unsere Wiese niederließ, sahen wir neugierig in ihre Zukunft. Sie wusste sehr genau, was sie wollte. Wir sahen sie in einer großen Halle mit Hunderten von Menschen. Als die Musik startete, begann sie zu tanzen. Sie stand dort allein auf der Tanzfläche und ließ all ihre Freude in den Ausdruck ihres Körpers fließen. Oh, sie tanzte so wunderschön, wie eine Elfe. Wir konnten es sehen. Das Glück, die Lebensfreude und die Liebe waren in ihrer Zukunft zu Hause. Denn noch nie in ihrem jungen Leben hatte sie sich abhängig gemacht von der Meinung der anderen. Sie war immer sie selbst geblieben. Und auch jetzt, wo wir diese Geschichte beenden, hören wir ihre Seele rufen: Ich bin ich und ich bin frei! Genieße jetzt noch einen Augenblick die Musik, bevor ich gleich zurückkomme. Was würdest du tun, wenn du dir sicher wärst, dass alle Menschen dich lieben und achten würden, dass dich niemals irgendjemand auslachen würde, ganz egal, was du tust? Was würdest du tun, wenn du alleine tanzen würdest und dir Hunderte von Menschen zuschauen würden, wenn zu keiner Zeit jemand schlecht über dich reden würde?
Was würdest du ändern in deinem Leben? Wie würdest du dich verhalten? Wähle zwischen Abhängigkeit und Freiheit. Entscheide dich heute neu. Komme jetzt langsam zurück an den Ort, an dem du dich befindest. Bewege deine Finger und Zehen ein wenig. Atme ein und aus. Recke und strecke dich. Öffne die Augen und lächle, du bist vollkommen fit und im Hier und Jetzt. Willkommen zurück. Was für eine schöne Geschichte. Also, ich bin begeistert. Ich kannte sie selber vorher noch gar nicht. Ich wurde wie immer von den Engeln geführt. Ja, und heute zu diesem wunderschönen Buch von Monika Alicia Bier. Ich zeige es noch einmal. Und es ist natürlich auch im Beschreibungstext erwähnt. Falls jemand sich dieses tolle Büchlein auch zulegen möchte. Ja, eine ganz wichtige Botschaft noch einmal, die wir heute bekommen haben. Frei sein, unabhängig werden. Und das fängt natürlich mit der inneren Einstellung an. Und das ist es, was wir die ganze Zeit hier ja, machen, ne? Was ich versuche zu vermitteln, dass es wichtig ist, dass wir wieder zu uns selbst finden und dass es unwichtig ist, was andere von uns denken. Wir müssen mit uns selbst zufrieden sein. Das ist es, worauf es ankommt. Dass wir glücklich sind im Leben. Und dann können wir auch die Liebe und die Freude nach außen transportieren. Und das ist so wunderbar. Und ich danke tagtäglich den Wesen des Lichtes und der Liebe, die der Schöpfer uns allen zur Seite gestellt hat, dass ich diese wunderschönen Botschaften empfangen darf. Und dass ich mein Leben leben darf, so wie ich es mir vorstelle, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und das macht mich glücklich einfach. Es freut mich. Ich mache super gerne diese YouTube-Videos. Es ist viel Arbeit, ja. Aber es lässt mein Herz strahlen und ich mag das total gerne für euch tun. Ja. Ich glaube, es gibt dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Die Geschichte, die die wilden Wesen uns erzählt haben, spricht für sich. Und ich bin sehr gespannt über deinen Kommentar. Und ich freue mich, wenn du am Sonntag dabei bist bei meinem Angebot einer großen Chakrenreinigung zusammen mit meinem lieben Freund Moritz. Es ist ein Online-Event und wenn du in meiner Telegram-Gruppe
bist, dann erhältst du natürlich rechtzeitig den Link. Gerne auch per E-Mail, dann brauche ich kurz eine Nachricht von dir. Dann schicke ich dir natürlich den Einladungslink auch gerne per E-Mail zu. Ja, Informationen dazu findest du natürlich auch unten im Beschreibungstext. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag in der Liebe und im Licht der Urquelle. Du siehst mich morgen wieder. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Deine Barbara Masur. Tschüss.